Die zweite Standardschaltung für Widerstände, die wir jetzt kennenlernen, ist die sogenannte Parallelschaltung. Bei der Parallelschaltung ist es etwas anders als bei der Reihenschaltung. Hierbei werden die Widerstände nicht hintereinander gelegt, also hintereinander geschaltet, wie wir das vorher bei der Reihenschaltung hatten. Da sah das zur Erinnerung nochmal so aus, ne? Also so ein Stromkreis. Das machen wir jetzt hier nicht, sondern wir legen jetzt alle Widerstände nebeneinander, also parallel zueinander. Deswegen heißt sie dann auch Parallelschaltung. Ich habe jetzt hier mal direkt ein Zahlenbeispiel genommen und zwar habe ich gesagt, es gibt einen Widerstand R1. Es ist eigentlich untypisch, den Namen des Widerstands in den Widerstand reinzuschreiben. Das mache ich jetzt gerade nur zur Übersicht. Also wir haben hier einen Widerstand, der heißt R1, wir haben einen Widerstand, der heißt R2 und wir haben einen Widerstand, der heißt R3. Und für den Widerstand R1 gilt, er ist 6 Ohm groß, für den Widerstand R2 gilt, er ist 9 Ohm groß und für den Widerstand R3 gilt, er ist 3 Ohm groß. Des Weiteren haben wir die ganze Konstruktion angeschlossen an eine Spannungsquelle, die trägt den Namen U0 bzw. das Formelzeichen U0 und beträgt in diesem Beispiel 10 Volt und der Spannungspfeil ist eingezeichnet und vorgegeben. Und jetzt können wir uns auch hier ähnlich wie bei der Reihenschaltung wieder fragen, welche Größen könnten uns denn interessieren und wie könnten wir die dann ausrechnen? Da wären zum Beispiel als Kandidaten die Spannungen an den Widerständen, also UR1, UR2 und UR3. Des Weiteren die Ströme, die durch die Widerstände fließen, IR1, IR2 und IR3. Und zu guter Letzt vielleicht auch noch, wie viel Strom liefert eigentlich die Spannungsquelle? Und jetzt ist es so, wie es immer ist, wenn wir Schaltungen analysieren. Wir brauchen, wie gehabt, erstmal Spannungs- und Strompfeile. Vorher brauchen wir gar nicht erst anfangen. Ich lege jetzt mal wieder eine Richtung fest. Auch das Ganze funktioniert wieder mit gedrehten Pfeilen. Ich sage jetzt einfach mal, das hier ist UR1, also von oben nach unten. Das hier ist entsprechend UR2. Und ihr seht schon, es ist ein bisschen eng. Und das ist UR3. Ich hoffe, man kann es gerade noch so lesen. Das sind jetzt die Vorgaben für die Spannungen an den Widerständen. Jetzt brauchen wir noch die Strompfeile. Und auch da nochmal zur Erinnerung, hatten wir ja auch im vorigen Video. Wenn wir die Spannung an einem Widerstand in einer Richtung vorgeben, müssen wir den Strom in gleicher Richtung definieren. Das heißt, dann ist das hier automatisch IR1. Da haben wir jetzt keine Wahlfreiheit mehr. Das hier ist IR2. Und das hier ist IR3. Ja, der I0, der von der Quelle geliefert wird, auch den könnten wir jetzt wahlweise zum Beispiel hier einzeichnen oder auch da einzeichnen oder wir könnten ihn noch rumdrehen. Also das ist auch wieder sehr beliebig. Ich lege ihn jetzt mal in dieser Richtung fest. Das heißt, der Strom, der in diese Richtung fließt, das ist der I0. Der fließt quasi oben aus der Quelle raus. Das nehme ich mal als Grundlage. Jo, und jetzt können wir wieder der Reihe nach losrechnen. Dann starten wir mal mit den Spannungen. Bei den Spannungen bietet es sich jetzt wieder an oder muss man letztlich die Maschenregel wieder benutzen. Und wenn wir nochmal in die Schaltung reingucken, dann haben wir hier eine Größe, die wir als bekannt annehmen bzw. voraussetzen. Das ist U0. Und nochmal zur Erinnerung, Maschenregel heißt, Summe aller Spannungen in einer Masche sind 0, entsprechend der Pfeilrichtung gezählt. Und vielleicht ist jetzt hier relativ leicht erkennbar, dass wir hier mehrere Maschen haben. Zum Beispiel haben wir diese Masche hier. Wir haben zum Beispiel diese Masche hier, wir haben auch diese Masche hier, aber das war es noch lange nicht. Wir könnten nämlich zum Beispiel auch diese Masche hier nehmen oder auch die ganz große oder eine große hier reingelegt. Also hier gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und wir starten mit der Frage, wie groß ist denn jetzt eigentlich UR1? Und wenn wir die richtige Masche, also die in Anführungszeichen richtige Masche, die geeignete Masche für die Berechnung von UR1 suchen, dann bietet es sich vielleicht an, diese Masche hier zu verwenden. Einfach vor dem Hintergrund, dass wir in dieser Masche eine Spannung kennen, das ist U0, und als einzige andere Spannung hier nur noch UR1 auftaucht. Jetzt kann man sich wieder fragen, in welche Richtung man die welche Laufrichtung man wählt, mit Uhrzeigersinn oder gegen Uhrzeigersinn. Ich nehme jetzt einfach mal mit Uhrzeigersinn und starte mal hier unten an diesem Punkt. Wir hatten jetzt schon mehrfach gesehen, dass das beliebig ist. Ne? Also ich könnte auch andersrum laufen und zum Beispiel hier starten oder. Ich mache es jetzt mal so.
Wenn wir hierfür jetzt die Maschengleichung aufstellen, dann sagt die, also wir laufen hoch, entgegen U0, dann sagt die jetzt erstmal minus U0. Dann sind wir in diesem Punkt hier oben, wir laufen weiter nach rechts, da ist nichts, dann laufen wir hier runter, dann laufen wir in Pfeilrichtung von UR1, das heißt wir addieren UR1, also plus UR1. Und wenn wir hier unten sind und dann hier rüberlaufen, sind wir quasi wieder am Ursprungspunkt und sind damit schon fertig. Und die Maschengleichung sagt jetzt, da muss 0 rauskommen. Und das ist doch schön, denn UR1 suchen wir, U0 kennen wir, das heißt, die ist bekannt. Wir können diese Gleichung einfach umformen nach UR1, indem wir hier hingehen und U0 addieren. Und dann steht hier nichts anderes als UR1 ist gleich U0. Und da wir U0 kennen, sind wir auch quasi schon fertig, denn das sind 10 Volt. Das heißt, für UR1 haben wir den Wert von 10 Volt. Wenn man jetzt sich mal anguckt, was man hier gemacht hat und wie man vielleicht noch Alternativmaschen für die anderen Spannungen legen kann, dann fällt vielleicht auf, dass das jetzt bei allen Spannungen gleich laufen wird. Wenn wir jetzt nämlich UR2 ausrechnen wollen, dann könnten wir doch eine ähnliche Masche nehmen, nämlich die, die U0 mit einschließt. Ich starte wieder hier unten an dem Punkt. Die U0 mit einschließt und dann laufen wir über die Spannung UR2 und landen so wieder in unserem Ursprung. Was dann hier steht, fängt quasi gleich an. Wir starten wieder hier unten, laufen nach oben, also starten wir wieder mit minus U0. Ja, und das Einzige, was jetzt hier hinten noch passiert, wir laufen in diese Richtung hier, hier passiert nichts, da ist nur Leitung und dann laufen wir hier über R2. Also müssen UR2 addieren, weil die Pfeilrichtung nach unten zeigt. Wir addieren also UR2 und die Maschengleichung sagt, hier muss 0 rauskommen. Und wenn man sich das jetzt strukturell anguckt, dann sieht das ziemlich genauso aus wie unten, denn wir müssen wieder das gleiche tun, wir müssen U0 addieren. Wenn wir U0 addiert haben, steht hier UR2 ist gleich U0 und U0 ist nichts anderes als 10 Volt. Womit wir, warum ich das jetzt auch immer schwarz gemacht habe und das andere grün, mache ich auch das grün, womit wir die Spannung UR2 ausgerechnet haben. Und jetzt ist es, glaube ich, relativ einfach zu sehen, dass höchstwahrscheinlich die Spannung UR3 genauso groß sein wird. Denn wenn wir uns jetzt vorstellen, wir legen hier wieder eine Masche rein, starten wieder an diesem Punkt und nehmen jetzt als Masche diese große hier, dann machen wir wieder dasselbe, wir laufen entgegen von U0, also minus U0, dann passiert hier oben lang nichts. Hier hinten laufen wir über UR3, addieren also UR3 und da muss 0 rauskommen. Das sieht dann strukturell exakt so aus wie vorher, wie bei den anderen beiden. Also kommt hier Folgendes raus für UR3 als entsprechende Maschengleichung. Minus U0 plus UR3 ist gleich 0. Und gleiches Vorgehen. Ich addiere wieder U0. Und dann habe ich in der nächsten Zeile stehen, UR3 ist gleich U0. Und U0 kennen wir. Das sind 10 Volt. Was wir jetzt also rausgefunden haben, ist, dass alle Spannungen an allen Widerständen gleich groß sind. Die sind alle 10 Volt groß. Und die wären jetzt 15 Volt groß, wenn die Spannungsquelle 15 Volt liefern würde. Und das ist auch kein Zufall, sondern das ist jetzt so ähnlich wie bei der Reihenschaltung für die Ströme auch eine Gesetzmäßigkeit der Parallelschaltung. In einer Parallelschaltung sind die Spannungen an allen Widerständen gleich groß. Das gilt tatsächlich immer und wenn man sich die Struktur mal anguckt, dann ist das, glaube ich, auch ganz gut nachvollziehbar. Also ich könnte jetzt noch mehrere Widerstände parallel dranhängen, also ein R4, ein R5, ein R6, ein R7. Und diese Maschengleichungen hier funktionieren systematisch alle gleich. Und damit kommt auch immer die gleiche Spannung raus und damit gilt diese Gesetzmäßigkeit für die Parallelschaltung. Als nächstes können wir uns jetzt wieder um die Ströme kümmern. Und da wir jetzt die Spannungen schon haben an den jeweiligen Widerständen und die Ströme suchen und die Widerstandswerte kennen,
bietet sich wieder das Ohmsche Gesetz an. Ne, wir erinnern uns, R ist gleich U durch I oder U ist gleich R mal I. Wir kennen die Is, wir kennen die Rs, wir kennen die Us, wir kennen die Rs, uns fehlen die Is, also bietet sich das vielleicht an. Also starten wir mit dem IR1, können auch mit jedem anderen starten. Für IR1 gilt jetzt Folgendes. Hier fließt ein Strom durch einen Widerstand und an dem Widerstand fällt eine gewisse Spannung ab. Grundsätzlich gilt dann das Ohmsche Gesetz. Und zwar, ja eben wahlweise, jetzt mal direkt nach I aufgelöst, IR1 ist gleich, ja, die Spannung an dem Widerstand, UR1, geteilt durch den Widerstandswert des Widerstandes, durch R1. Und zur Erinnerung, wir haben eben UR1 ausgerechnet, R1 haben wir sowieso gegeben, von daher passt das. Und hier kommt raus, 10 Volt für UR1 geteilt durch 6 Ohm. Und ja, das ist jetzt schlecht oder hässlich gewählt, denn 10 durch 6 sind halt nichts Schönes, das sind halt 10 Sechstel. Ich lasse es entsprechend mal stehen, sind 10 Sechstel und Volt geteilt durch Ohm sind Ampere. Für IR2 gilt jetzt systematisch natürlich wieder das Gleiche. Das heißt, wir können IR2 entsprechend ausrechnen, indem wir hingehen und sagen, das ist die Spannung über dem Widerstand R2 geteilt durch den Widerstand R2. Die Spannung über R2 hatten wir ja schon bestimmt. Das waren immer noch die 10 Volt. Sie sind ja alle gleich. Also 10 Volt geteilt durch 9 Ohm und das ist ungefähr genauso intelligent gewählt, weil auch da nichts Schönes rauskommt. Also lasse ich hier einfach die 10 Neuntel stehen und sage, das sind 10 Neuntel Ampere. Grundsätzlich bietet es sich übrigens an, wenn man nicht endgültig irgendwelche Ergebnisse hat, sondern nur so Zwischenergebnisse, dass man Brüche stehen lässt und dadurch hat man nämlich keine Rundungsfehler. Das nur am Rande. Und zu guter Letzt fehlt uns hier der Strom IR3. Und auch hier gleiche Systematik, IR3, ups, sagte er und schrieb 2. IR3 ist gleich die Spannung am Widerstand R3, UR3, geteilt durch den Widerstand R3. Und das sind, wie wir es hatten, 10 Volt, geteilt durch 3 Ohm. Und auch hier sieht man wieder nichts Schönes. Also bleiben hier 10 Drittel stehen. So, 10 Drittel Ampere. So weit, so gut. Fehlt uns jetzt ein allerletzter Strom, und zwar der Strom I0, also der Strom, den die Quelle liefern muss. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, was nimmt man hier zum Berechnen? Naja, wenn wir die Maschenregel schon benutzt haben und das Ohmsche Gesetz schon benutzt haben, dann wollen wir ja nicht unfair sein und können hier vielleicht mal die Knotenregel verwenden. Wie sieht jetzt hier die Knotengleichung aus? Das ist im Grunde gar nicht so einfach, denn es hilft sehr, wenn man erkennt, dass das hier oben, also dieser ganze Bereich hier, das ist eigentlich ein einziger Knoten, denn wir könnten das hier oben auch etwas anders hinzeichnen mit der gleichen Bedeutung, nämlich hier fließt I0 rein. Wir haben einen Knoten und aus diesem Knoten raus fließt IR1, aus diesem Knoten raus fließt IR2 und aus diesem Knoten raus fließt IR3. Ich hoffe, das ist erkennbar. Man könnte es also auch gewissermaßen so hinzeichnen, wie ich es jetzt hier unten dargestellt habe, nämlich mit einem Knoten. Dann wäre das hier halt R1, das wäre R2, das wäre R3, hier würde I0 reinfließen und die entsprechenden Ströme abfließen. Das ist nur eine andere Darstellung. Ne? Elektrotechnisch ist das genau dasselbe. Deswegen macht es durchaus Sinn, hier diesen Knoten zusammenzufassen und nicht hier mit drei einzelnen Knoten zu rechnen. Wenn das jetzt aber ein zusammengefasster Knoten ist und das Ganze sieht so aus, dann würde jetzt die Knotengleichung Folgendes sagen. Wir haben hier einen Knoten, also diesen hier. Und in diesen Knoten rein fließt der Strom I0. Da er reinfließt, wird er positiv gezählt. Und aus diesem Knoten raus fließt der Strom IR1, deswegen wird er abgezogen. Und aus diesem Knoten raus fließt zusätzlich noch der Strom IR2, deswegen wird auch dieser abgezogen.
Und zu guter Letzt fließt noch IR3 aus diesem Knoten raus, also wird auch der abgezogen. Und das alles in Summe ergibt 0. Das sagt jetzt unsere Knotengleichung. Und was wir jetzt, glaube ich, wieder ganz gut sehen, ist, I0 suchen wir, IR1 kennen wir, IR2 kennen wir, IR3 kennen wir auch. Also können wir die ganze Gleichung einfach umformen nach I0. Und das tun wir am einfachsten, indem wir hingehen und alle Ströme addieren. Das heißt, wir gehen hin und addieren IR1, dann verschwindet er auf der linken Seite. Wir addieren IR2, dann verschwindet er auf der linken Seite. Und wir addieren IR3, dann verschwindet er auf der linken Seite. Und dann hätten wir in der nächsten Zeile Folgendes. I0 ist gleich, denn alle anderen verschwinden. IR1, oh, das mache ich mal rot. IR1 plus IR2 plus IR3. Und jetzt können wir einsetzen und stellen dann fest, auch hier werden die Zahlen nicht schöner. Wir hatten hier ausgerechnet 10 Sechstel Ampere und der IR2 waren 10 Neuntel Ampere. Und der IR3 waren 10 Drittel Ampere. Und jetzt könnte man zum Beispiel wieder Kollege Taschenrechner bemühen oder das eben händisch ausrechnen. Ach, weil es so schön ist, mache ich das Ganze jetzt mal händisch. Wir addieren hier Brüche. Die Brüche haben alle ungleichzahlige Nenner. Und ja, wie gesagt, schnappt euch einen Taschenrechner, dann könnt ihr das so machen. Wenn man es jetzt aber händisch macht, dann macht es Sinn, das Ganze zu erweitern. Und zwar könnte man das Ganze einfach auf Neuntel bringen. Dann müssten wir im ersten Bruch hingehen und mit 1,5 erweitern, denn 1,5 mal 6 sind 9. Und dann stünden oben 10 mal 1,5, das sind 15 Neuntel Ampere. Beim zweiten können wir es entsprechend stehen lassen, ist ja schon auf Neuntel. Und beim dritten müssten wir, weil es Drittel sind, um nach Neuntel zu kommen, mit 3 erweitern, also stünden hier 30 Neuntel. Und jetzt müsste man wieder Kopf rechnen können, dann stehen hier 30 plus 10 sind 40 plus 15 sind 55 und wir hätten 55 Neuntel Ampere und 55 Neuntel Ampere sind ungefähr, machen wir ungefähr draus sicherheitshalber, 6,1 Ampere. Und auch das, was wir hier gerade gerechnet haben, können wir letztlich in eine allgemeine Gesetzmäßigkeit packen, nämlich, dass sich der Gesamtstrom, der in so eine Parallelschaltung reinfließt, aus der Summe der Teilströme ergibt, die hier in der Schaltung fließen. Die Teilströme sind jetzt IR1, IR2 und IR3 und der Gesamtstrom ist I0. Das ist letztlich die Anwendung der Knotenregel. Zu guter Letzt also nochmal die Ergebnisse. Wir haben gesehen, dass sich die Spannungen ja alle gleich verhalten. Das heißt, alle Spannungen sind gleich groß. Das ist auch eine allgemeine Regel für die Parallelschaltung. Das haben wir herausgefunden mit der Maschenregel und haben entsprechend hier 10 Volt, weil die Spannungsquelle 10 Volt hat. Dann konnten wir die einzelnen Ströme ausrechnen, das haben wir im Ohmschen Gesetz gemacht und da kamen jetzt leider ungünstige Zahlen raus, deswegen stehen auch hier 10 Neuntel, 10 Sechstel und 10 Drittel, aber das ist entsprechend hier 10 Volt Spannung, immer geteilt durch 6 Ohm, durch 9 Ohm und durch 3 Ohm. Und wir haben herausgefunden, dass der Gesamtstrom, der hier oben in die Schaltung fließt, sich aus der Summe der einzelnen Ströme, also der einzelnen Teilströme, zusammensetzt. Durch Anwendung der Knotenregel, und auch das kann man allgemein sagen, in einer Parallelschaltung ist der Gesamtstrom, der in die Schaltung fließt, gleich der Summe der einzelnen Teilströme. Und wenn man sich diese letzte Folie nochmal anguckt und die vergleicht mit der letzten Folie der reinen Schaltung, wo die Ergebnisse aufgeschlüsselt sind, dann lässt sich noch erkennen, dass hier quasi in einer Parallelschaltung Ströme und Spannungen die Rollen tauschen. Also wenn man jetzt quasi jeden Punkt, wo Spannung steht, durch Strom ersetzt und die Reihenschaltung durch die Parallelschaltung ersetzt, ist auch das alles wieder gleich und passend.